Da hat jemand ja der CDU mächtig in die Suppe gespuckt, nämlich der YouTuber Riso. Der hat ein Video auf YouTube veröffentlicht, das mittlerweile mehr als 5 Millionen Abrufe hat und die Überschrift trägt die Zerstörung der CDU. Die CDU weiß nicht so recht, wie sie darauf reagieren soll. Alle Reaktionen waren eher ungeschickt. Und ja, es kann sein, dass durch dieses Video die eine oder andere Stimme am Sonntag bei der Wahl tatsächlich abhanden kommen könnte. Ich habe mir das Video von Riso mal genauer angeschaut und nehme nun die Zerstörung von Riso vor. Nun, wenn ich diesen Clip die Zerstörung von Riso nenne, dann meine ich damit natürlich nicht, dass ich Riso wirklich zerstören möchte. Ich begebe mich damit lediglich auf sein Niveau, denn sein Clip, um den es nun gehen soll, trägt die Überschrift die Zerstörung der CDU. Das Wort Zerstörung ist geradezu militant für jemanden, der im Folgenden dann für Frieden und Umweltschutz plädiert. Aber vor allem, es geht ja in seinem Clip gar nicht nur um die CDU, sondern auch um die CSU, die SPD, die AfD und ein Stück weit auch die FDP. Korrekterweise hätte sein Clip also heißen müssen: Ich rufe dazu auf, bei der Europawahl am Sonntag weder CDU noch CSU noch SPD noch AfD noch FDP zu wählen. Warum er seinen Clip nicht so genannt hat, liegt nahe. Es ist einfach im Trend, die CDU scheiße zu finden. Seit der Diskussion um Artikel 13 ist der Hashtag nie mehr CDU angesagt und weit verbreitet. Riso betreibt also letztlich auch Clickbaiting, wenn er sein Video so nennt. Aber das nur als Formalie vorweg. Es soll ja um den Inhalt des Videos gehen. All das werde ich natürlich wie immer ausführlich mit Quellen belegen und beweisen. Ihr wisst, wenn ich so ein Video mache, mache ich es ordentlich. Nächstes Wochenende sind ja die EU-Wahlen. Ich hoffe, ihr geht da alle hin. Ich beziehe mich aber in diesem Video nicht nur auf EU-Politik, weil EU-Politik fucking langweilig ist. Und vor allem. Ach, das ist fucking langweilig. Ja, lieber Riso, das erklärt dann eben auch, warum du im Laufe deines Videos fast ausschließlich auf deutsche Politik Bezug nimmst und die internationalen Zusammenhänge nicht erkennst oder nicht sehen willst. Denn was wir in seinem Clip sehen, läuft an mehreren Stellen nach dem Motto ab: Ich betrachte das jetzt mal so, als habe das mit anderen Dingen überhaupt nichts zu tun. Und dies führt sogar dazu, dass er sich selbst widerspricht. Beispiel? Bitte sehr. Und solche Sachen passieren ja nicht zufällig. Die Regierung, also in dem Zeitraum halt vor allen Dingen die CDU, hat ganz viele Möglichkeiten und Stellschrauben, wie die solche Sachen beeinflussen kann. Zum Beispiel wurden die Stellschrauben so verändert, dass die ärmeren Leute jetzt mehr Steuerlast tragen, als sie noch vor 20 Jahren trugen, und die reicheren Leute weniger Steuerlast tragen, als sie noch vor 20 Jahren hatten. Und natürlich. Diese Grafik stammt aus einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Darin werden vor allem zwei Faktoren genannt, die kleinere Einkommen stärker belasten: eine höhere Mehrwertsteuer und höhere Energiepreise. Die erhöhte Mehrwertsteuer hat allerdings bei Grundnahrungsmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs zum Glück kaum Auswirkungen, da wir fast keine Inflation haben. Aber das Interessantere sind ja die Energiepreise. Denn Riso fordert ja in dem Kapitel seines Clips, wo es um den Klimaschutz geht: Die Wissenschaftler sind sich auch einig, dass wir so schnell wie möglich auf Wind, Wasser und vor allen Dingen Solarenergie umstellen müssen und natürlich so schnell wie möglich mit Kohle, Öl und so einem Shit aufhören müssen. So schnell wie möglich? Was soll das heißen? Jetzt gleich sofort oder in einem Jahr oder in 3 Jahren? Würde man tatsächlich Hals über Kopf diesen Wechsel vollziehen, würde das auch Auswirkungen auf die Preise haben. Denn der Vorteil bei der Braunkohle ist ja nun mal im Moment noch, dass sie vergleichsweise billig ist. Und eine nicht gut geplante und rasche Abschaltung der Kohlekraftwerke würde auch die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährden. Denn Solarenergie schön und gut, bei einer längeren Schlechtwetterphase in Deutschland kann es ganz schnell eng werden mit dem Strom. Es ist eben nach wie vor nicht möglich, Energie in größeren Mengen zu speichern. Kohlestrom hingegen kann rund um die Uhr produziert werden und bietet in der Hinsicht mehr Planungssicherheit. Denn ich will mal Riso und seine Fans sehen, wie sie dumm aus der Wäsche schauen, wenn sie plötzlich keinen Strom mehr haben, um YouTube-Videos zu produzieren. Trotzdem ist das Kapitel, in dem es um Klimaschutz geht, noch das stärkste in Risos Video. Denn natürlich, dass Merkel sich weigert, einer Klimaschutzinitiative von Frankreich, Spanien und anderen EU-Ländern beizutreten, ist schon ein starkes Stück. Und dennoch, verantwortungsvolle Politik muss immer alle Faktoren betrachten, so auch die Frage nach Arbeitsplätzen und Wohlstand. Und die Energiewende, die eine große Herausforderung darstellt, braucht Zeit, wenn sie verantwortlich passieren soll. Und dazu kommt ja immer noch Folgendes: Der deutsche Anteil am CO2-Ausstoß weltweit beträgt 2%. Es muss also ohnehin Priorität haben, international gemeinsam zu handeln.
Aber EU-Politik ist laut Rizzo ja fucking langweilig. Aber kommen wir doch mal zu anderen Teilen seines Videos. Zum Beispiel, als es gleich zu Beginn um das Thema Armut geht. In den letzten 36 Jahren war die CDU 29 an der Macht. Das heißt, wenn die gut im Wirtschaften wäre und Politik für alle Schichten des Landes machen würde, dann würden wir das ja in den Statistiken sehen können. In diesem Zeitraum ging die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Wie er gerade auf einen Zeitraum von 36 Jahren kommt, ist die erste Frage, die sich stellt. Man hätte ebenso sagen können, in den vergangenen 21 Jahren hat die SPD 17 Jahre regiert und die CDU nur 14. Oder man hätte sagen können, in den vergangenen 50 Jahren hat die FDP 33 Jahre regiert. Es zeigt sich hier wieder, dass Rizzo vor allem Versuche unternimmt, immer wieder auf die CDU seine Angriffe zu lenken. Dabei ist das gerade bei diesem Themenkomplex viel zu verkürzt. Interessant ist nämlich diese Grafik hier, die eine zunehmende Öffnung der Schere zwischen Arm und Reich zeigt. Und diese Schere verschärft sich vor allem, wie man sieht, in den Jahren 2001 und 2002. Kein Wunder. Damals wurde die Körperschaftssteuer gesenkt, der Spitzensteuersatz gesenkt, es wurden die Hartz-Reformen durchgeführt und der Arbeitsmarkt wurde für prekäre Beschäftigungsverhältnisse geöffnet. Und all das passierte unter einer rot-grünen Regierung. Es ist unstrittig, dass vor allem diese Reformen die Armut in Deutschland deutlich vorangetrieben haben. Andererseits, Digga, wir haben in Deutschland eine sehr niedrige Arbeitslosenquote, auch unter den Jugendlichen. Schau dir Länder an wie Frankreich, Spanien, Griechenland. Jugendliche ohne Perspektive sind auch nicht gut für die Zukunft. Insofern ist dieses Armutsbild, das hier gezeichnet wird, zwar nicht falsch, aber es gibt immer noch einen großen Anteil von Normalverdienern in diesem Land, denen es wirtschaftlich gut geht. Und auch wenn Rizzo im späteren Verlauf die Kriegstreiberei der deutschen Politik beklagt, übrigens zu Recht, dann verschweigt er, dass 1999 es die rot-grüne Bundesregierung war, die ein Tabu brach und die Bundesrepublik erstmals an einem Krieg beteiligte, der obendrein noch nicht mal vom Völkerrecht gedeckt war, den Krieg gegen den Kosovo. Und wenn es um den in der Tat skandalösen Vorgang geht, dass die brutalen Drohnenangriffe etwa im Irak von Rammstein aus gesteuert werden, zeigt uns Rizzo in der Tat peinliche Statements, die aber durchweg von SPD-Politikern stammen. Immerhin weist er darauf dann auch hin. Ja, die SPD ist doch nicht so wie die CDU, das ist doch eine Alternative dazu, muss ich euch leider sagen. Nee. Diese Sprecher gerade waren von der SPD und Sigmar Gabriel von der SPD leugnet sogar, dass über Rammstein diese Drohnenmorde passieren. Ja, Digga, aber dein Video heißt die Zerstörung der CDU. In einem Abschnitt geht es dann darum, dass Rizzo uns Politiker der CDU präsentieren will, die inkompetent sind. Und als einziges Beispiel zeigt er uns eine Politikerin der CSU. Und dann noch Axel Voss, der ist in der Tat von der CDU. Ja, sicher sind das zwei Beispiele von Inkompetenz, aber deutlich zu wenig, um der CDU an sich Inkompetenz nachzuweisen. Ich denke, es ist klar geworden, dass in der CDU halt teilweise Leute in Entscheidungs- und Machtpositionen sind, die gar keinen Plan von ihrem Job haben. Und das nee, ist nicht klar geworden. Da hättest du uns mindestens ein halbes Dutzend Beispiele präsentieren müssen, anstatt zwei recht platte, von denen eines noch nicht mal zur CDU gehört. Das ist ja so, als wenn ich jetzt sagen würde, alle YouTuber sind strunzdoof und würde als einziges Beispiel Gurkensohn zeigen. Das fändest du auch nicht witzig, Digga. Und was die CSU angeht, erklärt Rizzo gleich zu Beginn. Erstens, wenn ich CDU sage in diesem Video, meine ich CDU und oder CSU. Die CSU ist simplifiziert ausgedrückt einfach nur die bayerische CDU. Zusammen bilden sie die Unionspartei, aber ich nenne das Ganze einfach CDU, weil das ist leichter. Aber das macht es ja trotzdem nicht richtiger. CDU und CSU sind zwei verschiedene Parteien. Und das ist eines der Hauptprobleme von Rizzos Beitrag. Er differenziert nicht. Und er versucht auf teils wirklich platteweise immer wieder auf die CDU zu kommen. Hier zum Beispiel. Und jetzt könnte man sagen, ey, Bildung ist doch Bundesländersache. Ja, stimmt. Und in den Bundesländern, wo die CDU in der Regierung ist, wird weniger pro Schüler für Bildung ausgegeben als in den anderen Bundesländern. Moment, was ist das für eine Grafik und wo kommt sie her? Quelle W16, aha. Damit sind wir übrigens auch bei den Quellen, die Rizzo als 13 Seiten lange Google Docs-Datei für jeden hinterlegt hat. Das macht auf den ersten Blick Eindruck und es sind auch viele Sachen gut belegt, aber unter dieser angegebenen Quelle zum Beispiel ist die eingeblendete Grafik jedenfalls nicht zu sehen, sondern eine andere. Offensichtlich hat er sie selbst erstellt und ein bisschen gerechnet und kommt auf dieses Ergebnis hier. Demnach sind unter Regierungen, die links, grün oder SPD regiert werden, die Ausgaben pro Schüler höher als in CDU-regierten Ländern. Die angezeigte Quelle zeigt aber eine Übersicht, die im Jahr 2016 endet.
Und hier liegt ein großer Rechenfehler von Riso vor. Er geht nämlich von der derzeitigen Situation der Landesregierungen aus, aber 2016 war dies noch eine andere. So wurde das Bundesland Nordrhein-Westfalen, das laut Statistik die wenigsten Ausgaben pro Schüler hat, zu dem Zeitpunkt noch von der SPD und Grünen regiert. Riso schlägt dieses Bundesland aber der CDU zu. Genauso ist es beim zweitschwächsten Schleswig-Holstein und in Niedersachsen. Ebenso hat 2016 in laut Tabelle dem Bundesland mit der höchsten Ausgabe pro Schüler, nämlich Berlin, noch die CDU mitregiert und nicht die Linke. Riso schlägt die Zahl von 9.200 Euro pro Schüler, aber der erst seit 2017 regierenden Koalition aus SPD und Linken zu. Oder um es kurz zu machen, ich habe euch mal zum Vergleich die Grafik angefertigt, wie sie korrekt wäre. Und wenn man das CSU-regierte Bayern noch dazu nimmt, laut Riso gehört die CSU ja zur CDU dazu, dann ergibt sich dieses Bild hier. Abschließend kommt er auch noch wieder auf das Thema Artikel 13 zu sprechen und natürlich wird wieder Axel Voss hervorgeholt. Ja, der ist ungeschickt und inkompetent, ist ja okay, wissen wir. Aber, mein lieber Riso, vielleicht akzeptierst du einfach mal, dass es beim Thema Urheberrecht auch andere Meinungen als deine geben kann. Dass es andere Sichtweisen auf die verabschiedete EU-Richtlinie gibt, als du sie vertrittst. Denn Meinungsfreiheit ist auch ein hohes Gut, das auch du bitte schätzen solltest. Letztlich gibt Riso keine Wahlentscheidung ab, aber naja, dann irgendwie indirekt doch. Welche Partei man dafür am besten wählt, kann ich nicht beantworten und will ich nicht beantworten. Diese Initiative hat gesagt, dass am ehesten noch Grüne und Linke eine Option ist, aber selbst die müssten viel krasser in ihren Forderungen werden. Das sagen die, ich kann das nicht beantworten. Aber eins. Quelle K99, okay. Das ist nochmal ein Ausschnitt aus der Bundespressekonferenz mit den Klimaforschern, die auf die Frage, welche Partei man unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels wählen sollte, antworten. Herr Quaschnick, können Sie uns mal sagen, welche Parteien aktuell, die im Bundestag vertreten sind, das, was das Mindeste ist, was notwendig ist, überhaupt wollen? Keine. Also ich sage mal, es gibt Parteien, die Grünen oder die Linken sind vielleicht ein bisschen näher dran an dem, was wir machen müssen. Aber ich habe bis jetzt kein Konzept gesehen, wie wir wirklich nachhaltig Deutschland in den nächsten 20 Jahren klimaneutral gestalten können. Also es gibt hier Maßnahmen, die in die richtige Richtung ziehen. Aber aus meiner Sicht sind alle Maßnahmen, die bislang auf dem Tisch liegen, zu gering. Zum anderen bedeutet das, dass wir Eltern haben und Großeltern haben, die wir davon überzeugen können. Wir können sie bitten und anflehen, dass sie ihre Stimme nicht einer solchen lebenszerstörerischen Partei geben, damit ihre Enkel oder Urenkel auch in einer Welt leben dürfen, wie wir sie jetzt kennen. Du meine Güte, ist es also quasi ein Menschheitsverbrechen, CDU zu wählen, oder was? Ich wähle auch nicht die CDU, aber ich akzeptiere demokratisch, wenn andere es tun. Politiker haben die Aufgabe abzuwägen, Entscheidungen so zu treffen, dass sie dem Allgemeinwohl dienen. Es bringt wenig, einen radikalen Weg allein gehen zu wollen in einer Frage, die nur global gelöst werden kann. Riso stellt sich offenbar die Welt vor wie kleinen Fritzchen. Dabei sind die Sachverhalte deutlich komplexer. Insofern, Riso, du bist im Vergleich zu vielen anderen YouTubern wirklich einer mit Hirn. Aber lass dich von diesem Hirn bitte auch leiten und nicht von einseitigen emotionalen Betrachtungsweisen. Damit ist niemandem geholfen. Peace, ich bin raus. So, das war die Zerstörung von Riso. Jetzt kommt die Zerstörung meiner Person durch Wolfgang M. Schmidt. Oder auch nicht, wir werden es sehen. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Freut ja, mich. Du hast ja Riso sehr gelobt auf Twitter. Ich habe mehrere Tweets von dir gesehen und bist ganz begeistert von ihm und hast meinen Beitrag jetzt gerade auch angeschaut. Jetzt bin ich gespannt, was du zu sagen hast. Mein Problem mit deinem Beitrag ist im Prinzip, dass du jetzt journalistische Maßstäbe ansetzt, wie man sagt, ich gehe jetzt in die Details hinein. Ja. Und sicherlich hast du da Dinge gefunden, die ich jetzt gar nicht direkt überprüfen kann, aber ich gehe mal davon aus, du warst sorgfältig. Ja. Aber was sagt das eigentlich aus? Die Frage ist nämlich hier, konzentrieren wir uns jetzt auf die Details und machen jetzt im Prinzip quellenkritische Studien? Oder fragen wir uns, ob dieses Video nicht wirklich ein Ereignis ist, das etwas ganz Entscheidendes geschafft hat? Nämlich, wir haben eine Zeit lang so einen liberalen Konsens gehabt, nenne ich ihn mal. Alles, nur nicht die AfD, kommt alle unter Merkels alternativlos, scheinbar alternativlos wirkendes Gewand. Mhm. Und dort könnt ihr euch wohlfühlen und dann sind wir gemeinsam gegen die anderen. Und Riso macht jetzt Folgendes. Er sagt,
Die AfD ist natürlich keine Alternative. Aber das, die CDU, ist auch keine Alternative. Und warum nicht? Und dann fängt er an zu begründen und geht auf die soziale Frage, die ökologische Frage und all das ein. Warum nennt er das Zerstörungsvideo? Natürlich ist das erstmal Destroy, also das gibt es ja auch ständig bei YouTube jetzt, Slavoj Žižek destroys Jordan Peterson oder so. Mhm. Aber Zerstörung sagt auch was ganz Wunderbares, nämlich es geht hier wirklich um Negation. Also wirklich zu sagen, wir müssen jetzt das radikal andere denken, indem wir das erst einmal alles völlig negieren. Nichts als nur Verzweiflung kann uns retten, ist ein Satz von Krabbe, den Adorno gern zitiert hat. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt hier. Wenn man diese Zerstörung ernst nimmt, diese Negation, dann ist das nicht negativ gemeint, das ist nicht miesmacherisch oder so, sondern worum es hier eigentlich geht, ist, jetzt ist es an der Zeit, eine wirkliche Alternative zu denken. Und hier geht es ja auch nicht mit ein bisschen Optimismus weiter. Leute, die von Optimismus reden, die meinen eigentlich Opportunismus in der Regel. Und hier sieht man was anderes. Und ich finde auch gut, weil du das im Video ansprichst, dass er eben das Zerstörung der CDU nimmt, weil der sozusagen, Politik funktioniert mit Gegnerschaft. Und man muss einen klaren Gegner formulieren. Dass dieser Gegner auch andere Mitstreiter hat, zum Beispiel die SPD, die ja auch zu Recht, auch in deinem Video nochmal, wirst du ganz deutlich gesagt, was die SPD gemacht hat für die Ungleichheit, nämlich sie hat sie verstärkt, ist es doch klar, dass man sich sozusagen einen politischen Gegner aussuchen muss, damit man auch den anderen die Chance lässt, sich sozusagen von diesem Gegner zu lösen. Das ist ja das Problem. Die SPD ist in einem Klammergriff der CDU seit Jahr und Tag und müsste sich jetzt endlich daraus befreien. Das Video ist ein Anfang. Ja gut, nun bin ich Journalist, insofern bin ich natürlich auf die Weise da rangegangen. Aber du bist doch auch jemand, der auch für Präzision durchaus ist, oder etwa nicht? Ich meine, wir haben doch hier wirklich in diesem Video, für mich jedenfalls, mehrere Passagen, wo es einfach, wo es ziemlich platt und ziemlich einseitig wird und wo er eben die CDU zwar immer wieder meint, aber er meint ja eigentlich alle möglichen Parteien. Er meint ja eben nicht nur die CDU. Die CDU hat in den letzten Jahren den politischen Diskurs bestimmt. Sie hatte sozusagen die Hegemonie über den politischen Diskurs. Deswegen ist immer wieder die CDU zu adressieren vollkommen richtig, auch wenn man sagen muss, natürlich ist damit auch die CSU gemeint und natürlich sind damit auch die Koalitionspartner immer wieder gemeint. Ja. Aber die CDU hat sozusagen die Vorherrschaft, unter der sich das andere dann gebündelt hat und eben nicht ausgeschert. Und deswegen ist es eigentlich eine sehr kluge Strategie, so vorzugehen. Und ich bin sehr wohl für Präzision, aber nicht in der Hinsicht, dass ich sage, ich erwarte jetzt von jemandem, der ein agitatorisches Video macht, dass er jetzt im Prinzip mir einen wissenschaftlichen Beitrag abliefert, sondern eigentlich agiert er wie ein öffentlicher Intellektueller, der sagt, ich nehme das vorhandene Material und jetzt ziehe ich wagemutige, kühne, aber wichtige Schlüsse daraus, um dann tatsächlich einen Weg zu etwas Neuem zu öffnen. Das ist für mich wirklich eine unglaubliche Sache, die da passiert ist, die ich nicht erwartet hätte, die ich aber glaube, konnte nur in diesem Kontext überhaupt stattfinden. Mhm. Ja, aber die CSU müsste man auch mindestens auch damit reinnehmen. Also warum sagt er nicht Union oder warum sagt er nicht Zerstörung der großen Koalition? Das ist mir trotzdem nicht ganz klar. Weil das erstmal geht es natürlich, man muss sich das Medium ist die Message, hat schon Marshall McLuhan gesagt. Das heißt, er muss sich natürlich den Gegebenheiten von YouTube anpassen. Weil nie mehr CDU ein Hashtag ist, der trendet. Und das ist auch gut so, dass der trendet, denn die CDU hat sich das selber eingebrockt. Weißt du was? Sie hat mit der Urheberrechtsdebatte, mit den Upload-Filtern, hat sie den Geist aus der Flasche gelassen und jetzt kriegt sie nicht mehr rein. Nämlich diese jungen Leute haben plötzlich verstanden, ach, Politik, das kann ja auch mich direkt betreffen. Eine politische Entscheidung kann Auswirkungen auf mein Leben haben, auf mein YouTube-Konsumverhalten zum Beispiel. Mhm. Und daraufhin hat eine Politisierung der Jugend stattgefunden, die sich jetzt eben in einer zweiten Welle zeigt, nämlich zu sagen, wir gehen jetzt über diese Urheberrechtsgeschichte hinaus. Und ich
sehe schon, dass es sehr, dass zum Teil sehr, sehr heikel mit dem Urheberrecht umgegangen wird, dass man sagt, ja, Urheber, was ist das überhaupt? Nur das Problem ist ja jetzt bei dem neuen Urheberrecht werden ja die Urheber gar nicht geschützt, sondern es werden im Prinzip Verlage geschützt. Das ist ja zum Beispiel so, dass die Autoren jetzt, die eine VG-Wort-Ausschüttung bekommen, plötzlich wieder, so ist zumindest die Option, ihr bisschen Geld, was sie von der VG-Wort, dieser Verwertungsgesellschaft, ausgezahlt bekommen, wieder mit den Verlegern teilen müssen. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht ein, jetzt nur, weil Google durchaus problematisch ist, anzufangen, mit dem Verlegerverband zu kungeln und irgendwie den Axel Springer Verlag gut zu finden. Gut, also wie das jetzt im Einzelnen gesetzlich geregelt wird, werden wir ja sehen. Soweit sind wir ja noch gar nicht. Insofern hoffe ich, dass man natürlich daraus auch was lernt und es anders machen wird. Also das werden wir ja sehen. Aber nochmal zurück halt zu dem Riso. 5 Millionen haben das jetzt geguckt und du sagst jetzt, es ist eine Politisierung. Aber ist es nicht eher so, dass viele einfach jetzt sagen, naja, nie mehr CDU, das ist so ein Hashtag, der trendet, oder der Riso hat gesagt, CDU ist scheiße, dann wird das wohl so sein. Also glaubst du wirklich, dass so viele von seinen Zuschauern sich auch intensiv auseinandersetzen mit dem, was er da erzählt? Glaubst du, dass die Leute, die am Sonntag wählen gehen und Riso nicht kennen, sich intensiv auseinandergesetzt haben mit politischen Programmen? Das ist jetzt die Gegenfrage. Also, wenn man mal fragt, allein welche Europakandidaten bekannt sind, dann fällt noch ein Name, Katharina Barley, vielleicht, wenn man Glück hat, und das war es schon. Ja. Also da muss man mal schauen, muss jetzt die Jugend 10-mal klüger sein als die Alten oder nur ein bisschen klüger? Also erstmal würde ich die Jugend da verteidigen. Zweitens, glaube ich, kommt aber noch etwas hinzu, nämlich diese Politisierung schafft erstmal eine Sensibilität für Themen. Man kann jetzt nicht erwarten, dass die 13 Seiten durcharbeiten, aber man kann erwarten, dass sie plötzlich nicht nur beim Urheberrecht aufmerken, sondern zum Beispiel auch, wenn es um Drohnenkrieg geht, zum Beispiel wenn es darum geht, um Atomwaffen hier auf deutschem Boden, um diese Fragen. Und das kann schon etwas bewirken. Natürlich ist das jetzt nicht das Alleinseligmachende, dieses Video, aber es ist ein Anfang. Und wenn man sagt, das trendet jetzt als Hashtag nie mehr CDU, ja, das ist eine Simplifizierung, aber wir alle müssen ständig simplifizieren. Und ich frage mich, war Atomkraft Nein Danke nicht auch so ein Hashtag? Und das war auch eine starke Simplifizierung. Ja, klar. Aber die Frage ist, muss man Experte für Atomkraft sein, um wirklich dagegen zu sein? Oder genügt es nicht, sich die Frage zu stellen, kann man das Risiko eines Super-GAUs eingehen und hat dafür günstige Energie? Oder kann man das nicht eingehen? Und deswegen ist dieses Komplexitätsargument, das sehr stark jetzt von der CDU kam, Politik ist viel komplexer. Ja, es gibt Sachzwänge und all das. Und natürlich sind Details, wie führt man eine CO2-Steuer richtig ein oder brauchen wir ein Tempolimit oder nicht? Da gibt es ganz viele kleine Stellschrauben. Da wird es komplex. Das machen im Übrigen auch nicht die Politiker, die ja von Berufswegen Vereinfacher sind, sondern das wird meistens in Ministerien dann gemacht oder Experten werden zu Rate gezogen. Mhm. Aber grundsätzlich kann man sagen, ein weiter so, und das ist im Prinzip in den letzten Jahren das Versprechen der CDU gewesen, kann es angesichts der globalen Katastrophe, auf die wir zusteuern, nicht geben. Dass wir das auch global denken und umsetzen müssen, ist vollkommen klar. Mhm. Aber es ist auch ein Trick der Politiker, immer zu sagen, wir müssen das Ganze global denken, damit man sagen kann, und so lange machen wir erstmal zu Hause nichts. Und deswegen, glaube ich, ist das aber gerade, es ist halt also auch Augenwischerei zu sagen, wenn wir die Gesetze in Deutschland ändern, retten wir das Klima. Das ist halt genauso Augenwischerei. Aber wir können ein Vorbild sein und man sieht auch in anderen Gesetzen, dass durchaus, wenn etwas auf den Weg gebracht ist, sich das andere Länder abschauen. Und wir dürfen nicht, also wir müssen uns jetzt auch nicht unterschätzen. Also Deutschland spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle, nicht nur in Europa, sondern auch in der Welt und war schon oft in den letzten Jahren, auch in schwierigen Dingen, durchaus Leitbild. Nein, klar, da habe ich ja auch Riso zugestimmt in dem Punkt, dass, weil er auch kritisierte zu Recht, wenn Macron mit einer Initiative kommt und Merkel sagt einfach, nö, da denke ich auch so, was soll das denn jetzt? Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Das Entlarvendste, und das ist das Gute an Risos Clip wahrscheinlich, ist tatsächlich, wie die CDU sich jetzt verhält. Es ist ja sowas von dilettantisch. Also das finde ich dann wirklich, wo ich mir dann sage, okay, wenn ihr so unprofessionell seid, habt ihr es auch nicht verdient, dass ihr gewählt werdet. Es ist unglaublich. Ich meine, da sind ja Medienexperten da. Ja, eben. Da sind ja Berater, ja. die so viel Geld verdienen, wie wir es gerne mal irgendwann hätten. Ja? Ja, also, das ist ja so irre. Und die kriegen das nicht auf die Reihe, sich vernünftig dazu zu verhalten. Ich bin ein bisschen überrascht von der SPD, die ja auch harsch angegriffen wird, die aber sehr gut das verstanden hat,
wir gehen mal aus der Schusslinie, halten uns zurück. Es gibt ein Video von einem, der ins EU-Parlament will, ein junger Mann, ja, ja, der ein Video gemacht hat, das ein bisschen harmlos ist, vielleicht auch ein bisschen drollig. Und der aber, zumindest mal inhaltlich. Der aber inhaltlich genau argumentiert und Timo sehr Wölken, korrekt, ne? Ist, genau, und der nicht von oben herab spricht, richtig, ja, ja, sondern der, da, also wo man sagen kann, okay, der hat jetzt verstanden, welche Stunde es geschlagen hat, die anderen nicht. Also die anderen laden halt irgendein PDF hoch und glauben, damit hat es sich, oder veröffentlicht dann ein Video, das angekündigt nicht. Und so, für die ist das ein großes Dilemma, und ich bin auch erstaunt darüber, wie schlecht man vorbereitet ist auf sowas. Und ja, das ist natürlich auch hoch amüsant. Wenn ihr weitere Mediatheke-Beiträge sehen wollt, auf YouTube gibt es einiges davon, aber noch viel mehr gibt es auf Massengeschmack.tv, denn jeden Samstag gibt es eine neue Mediatheke mit interessanten Gästen und Beiträgen. Gleich mal kostenlos ausprobieren auf massengeschmack.tv.